lebe ohne auf einer Katzenwaldung. Ein kleines Geschenk von Uncle Sam. Thank you.
Wenn ich muss, treibe ich euch Dreckskerle bis zur chinesischen Mauer. Davon habe ich noch viel mehr auf Lager. Mego Lau! Da! Na kommt schon. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ach du Scheiße! Da? Sehen Sie sie da unten? Das sind ihre verdammten Chimärenpanzer. Keine Sorge, die sind total außer Reichweite. Gesichtet.
Idiotenpaket offenbar die Munition für die großen Schütze. Vielleicht hätten wir noch nicht einmal hier rauf müssen. Ja, ich habe mich also geirrt. Machen wir, dass wir weiterkommen. Die Ren! Wenn ich Charlatanen! Warte! Thank you.
Ist das alles, was ihr drauf habt? Da unten ist die Front. Mit diesen Geschützen bombardieren sie unsere Leute. Setzen wir sie außer Gefecht. Raus aus meinem Land! Platzieren Sie das Ding um. Hier ist ein kleines Geschenk für euch. Jagen wir das Monster in die Luft! Aufgewacht!
Geschütz. Sprengen wir dieses Ding von der Landkarte. Beeindruckende Arbeit mit diesen Geschützen. Wirklich sehr beeindruckend. Während ihr dort oben in den Bergen herumgeklettert seid, haben wir hier unten leider ordentlich was hinter die Ohren bekommen. Die Chinesen beschlossen, unser Hauptquartier für Zielübungen zu benutzen und hätten uns fast in Stücke geschossen. Wir haben ein paar gute Männer verloren, darunter auch Colonel Patterson, den Kommandeur meines Einsatzteams. Ich habe sie nicht holen lassen, um mit ihnen zu plaudern und gemütlich eine Zigarre zu rauchen. Sie sind da, weil sie eine Beförderung verdient haben. Ab sofort übernehmen sie die Leitung von Pattersons Einsatzteam. Aber bevor sie mir danken, hören sie sich lieber an, worum es bei ihrer Mission geht. Zwischen uns und dem chinesischen Hauptquartier liegen drei harte Ziele. Und genau dafür brauchen wir ihr Einsatzteam. Folgen Sie mir zur strategischen Karte, dann kann ich Ihnen die letzten Entwicklungen erklären.